So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit den Echsenmenschen. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Wir haben hier Lord Zairos und Mauser, die zusammen hier angreifen sollten. Aber ich glaube, wir machen das sogar anders. Und zwar, das ist ja Mauerbrecher, ne? Wir greifen hier an. Dann ist die Festung nämlich weg. Ja, stell's mal schnell. Ich will alle dabei haben. Dann bewegen die ihn dahin. Die Agenten kommen noch rein. Ich weiß, dass es sinnvoller wäre, einen Agenten auch hier reinzunehmen, aber... Das ist einfach so. Dann machen wir das kaputt. Das ist keine Festung, nur ein Außenposten. Dann ist es halt nur ein Außenposten. So, dann machen wir das nämlich voll. Und dann haben wir jetzt... Waffenstärke, Nahkampfangriff für alle Biester und so, Kampf und also Bestien und Kampfechsen und so. Und sind gut bedient. Schieben ihn noch hier daneben. Nochmal schneller. Feuerball. Junge. Wildes Herz und dann gehen wir von da weiter. Was macht Wildes Herz eigentlich? Glaube ich irgendwie Stärkung, ne? Ah ja, Nachladerate. Für die Monkey. Korruption bereinigen. Okay, also. Was haben wir hier? Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. So, jetzt haben wir nämlich in der Festung hier. In der Blutwindfestung, ne? Blutwindfestung. Haben wir jetzt noch die verteidigenden Truppen und können dann runter und Attack. Wenn wir wollen. So, und mein Ziel ist jetzt, dass wir genug Geld. Schreibe ich nicht an. Dass wir genug Geld zusammenkriegen. Subi, Dankeschön, knapp 20 Monate. Um uns mit allen Echsen hier zu verbünden. Und mit Cathay. Damit wir hier auf die Nurgle-Fraktion los können. Und die Vampiros. Das ist nämlich, das ist der große Sieg, den wir machen müssen. So, dann wollte ich hier noch schieben. Naja, das war ein Auftrag gegeben. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Was geht's? Unterstützung naht. Machen wir nämlich das hier put. Und ich glaube, ihn machen wir einfach noch zusätzlich put. Könnten wir eigentlich... Ich könnte sagen, ich helfe dir, ne? Ja, machen wir das. Dann haben wir ihn gleich auf... Oh! Hallo! Oxyotl! Schau an, schau an. Eine weitere Echse, die wir gefunden haben. Der hat 9 Siedlungen, dem geht's gut. Wir bewegen uns nämlich sowohl auf ihn als auch auf ihn zu. Und dann haben wir oben Hexadel, die für uns kämpfen. Isa, die für uns kämpfen. Oh, jetzt. Also bitte schön, in welcher Welt verlieren wir das denn? Ich meine, die Armee besteht eigentlich aus Arbeitern. Ork-Arbeiter. Ork-Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Es ist einfach Masse, Masse, Masse. Ja komm, ich mache jetzt eine Autoschlacht und dann geht der drauf. Weil, also was will uns da besiegen, bitteschön? Die müssen uns ja umstellen und dann können wir die einfach wegzaubern. Obwohl der Boss könnte nochmal schwierig werden. Ja, man macht jetzt so. Komm, ist gut. Das ist schon okay.
Zuerst nehmen wir mal nicht das Geld. Wir holen dann irgendeinen Gesegneten. Einen Gesegneten. Eine gesegnete Brut. Schauen wir mal, ob die Bretonen und die anderen Echsen nochmal Streit kriegen. Ein zweiter Alter wacht nun über euch. Unsagbare Stärke liegt in ihrer Weisheit und Führung. So ist es. Genau so ist es. Und hier noch den tosenden Himmel. Interference will cost you dearly. Dearly. Wir laufen mal schnell hier hin. Machen da einen Hinterhalt. Und ich dürfte jetzt eigentlich zwei rekrutieren, oder? Also, theoretisch nicht, aber wir können da ein bisschen tricksen und machen hier einen Hornacken. Die zwei gehen mal wieder an Twitch. Ausrufezeichen Held in den Chat, Leute. Hier kommen nicht beide in die Armee von Asta. Muss ich kurz gucken. So. Einen Taktiker. Und einen aufgeblasenen. Kämpfen und stark. Kämpfen und stark. Let's go. Okay. Wir haben alle XP gekriegt. Mr. Zairos. Sehr gut. Sie sind nun in der Lage, einen Blitzschlag auszuüben. So, Winterschiss. Ich mache ihn noch ein bisschen schneller. Dann The Dog. The Dog. Wie zu einem Biest. Dann Hans Riegel Solo. Mehr Abwehr, mehr Leben. Und eine Angriffsfähigkeit. Und dann Matirdot. Du. Kriegst den Krähenschmaus, kannst Leute heilen. Noch besser Krähenschmaus, noch mehr Leute heilen. Let's go. Dann steigern wir die Mobi hier nochmal. Hier machen wir nochmal dasselbe. Dann Mauser. Bei dem machen wir die Leute ein bisschen günstiger, ja? Ein bisschen mehr Geld verdienen. Dann Kampftraining für Glutarios. Bandjäger. Dann Waffenstärke erhöhen. Dann machen wir Gift hier rein. Blutige Klinge und machen dich etwas schneller, Mr. Kapuzen. Kapuzinerhirsch. Dann Blut. Blutgeschwindigkeit. Der Doc, der zweite, kriegt Ausweichen, mehr Magie und dann kannst du noch einen Manticore holen. Ja. Und hier haben wir Sang Haili. Kriegt Ausweichen, Komet und Blitz. Und dann sind wir durch. Hurra! So, wir bewegen die Truppen. Uff. Da steht einfach noch einer. Wir versuchen's. I mean. Guck mal, wer da rennt. Okay. Ich schieb mal schnell. Severin Sonntag. Ah, das geht nicht. Das ist auch keine Reichweite mehr, ne? Ah doch, du hast noch ein bisschen. Okay, super.
Du kommst rüber und wie gehst du hoch? Ja, komm, nehmen wir den rein. Weil die haben die Fähigkeit, dass wir weiter rennen können. Und damit beide Armeen etwa gleich weit rennen können, macht das einfach mehr Sinn. So, also. Die Namen. Die Namen. Die ist einmal mit dabei. Snake. Mr. Snake. Willkommen, willkommen. Und das hier wird... Kiras. Ah, das A macht nicht groß, sieht besser aus. Kiras Asuna, let's go! Ja, da müssen wir nichts machen. Verbessern, verbessern. Ach ja, warte, ich wollte ja Geld locker machen. The struggle against a great enemy must be fought on multiple fronts. Hilf mir gegen die bitte. Dann werden wir nämlich Freunde und dann kann ich sie Western Provinces bid you a warm welcome. Unsere Seite ziehen. In most places. Das machen wir hier auch. Windshield. Our affiliation has been beneficial, would you not say? Ja. Das machen wir so nicht. Wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, dann nehmen wir das mit. Snake, du schreibst Reptilian Force of In. Ja. Schreibst Danke. Ich sage gern gesehen. Gesehen. Damit es auch wirklich das... jetzt spucke ich mein Mikrofon an. Das S ist 10. So. Hinterhalt verhindert. Ja. Warte. Wir rennen, wir laufen, wir eilen, wir fliegen. Wir belagern. Ah, lol, er ist rüber. Okay, auch nicht schlecht. Da geht die rein. Da kommt die Unterstützung. Eins. Also. Geschenk an den letzten Ältesten. Der Seuchenclan wurde vernichtet. Oh, schön. Ah, ich meine, oh. Den Krähenschmaus, um die Masse anzugreifen. Krähenschmaus ist ein sehr günstiger, aber sehr effizienter Zauber. Ah, wir haben den kurzen Sieg errungen. Hurra! Hey, Helden würden jetzt noch mehr kriegen. Voll gut. Die können auch noch mal deutlich mehr Helden rekrutieren jetzt. Wenn die wollen würden. Bei dem Geld könnten wir eigentlich noch eine Armee aufbauen, oder? Wir könnten den vollstopfen mit Helden. Noch mehr Helden. Das machen wir. Dann mal schnell da. Ist der andere noch aktiv, der hier? Ja, plus 2, also gut. Wenn ich jetzt aber viele Helden aus dem Boden stampfe, okay. Gib mal Ausrufezeichen YouTube. YouTube. Ausrufezeichen Held ein.
Wir werden jetzt gleich ein paar ranholen, die ich auf YouTube und Twitch verteilen werde. Also wir können nochmal einen Kroxigor holen auf 4. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist aber, dass wir hier oben das Land von Rang und Namen aktivieren. Und dann holen wir die zweite Generation auf Stufe 6 jetzt als Metallzauberer. Marschieren, inspirieren. Immer das anders. Du kommst direkt als erstes dahin. Okay. So. Der geht tatsächlich an YouTube. Da hat jemand auf YouTube dann Glück. Der Kommandant geht an Noir. Noir 3786. Ich lasse die Zahlen weg, ne? Noir, ich glaube, das ist okay für dich. Kannst halt jetzt nicht antworten, wenn ich das Video aufzeichne, aber ich gehe davon aus, dass es okay ist. So. Dann müssen wir gleich kurz gucken. Nochmal Grenzschmaus. Machen wir hier. Mobilität steigern. Also. Also du kriegst 2 davon. Wir können nur noch einen einzigen aggressiven Hornacken holen. Ja, lol. Wir haben nicht genug Geld! No! So, der geht an Twitch und das ist der Doc. Doc, ich kann dir nicht schon wieder jemanden geben, Mann. Obwohl, wir kriegen so viele Helden. Nein, das ist die Doc-Family, ist schon gut. Der Doc, du hast einfach Glück, du Sack, du. Der Dritte. Okay. Doc, der Dritte, ab jetzt werde ich dich aber nicht mehr ziehen, ne? Ab jetzt werde ich drüber gehen. Wenn du dran kommst. Darelion. Mit am Start hier. Doc der Dritte, wo ist er hier? So. Und dann haben wir nochmal Subi. Die zweite, ne? Weil weiblich. Der Croc-Doc. Der ist actually richtig gut. Der Croc-Doc. So. Stark. Nein, stark. Bin ich gut. Man kennt den Croc-Doc, ne? Schön. Sehr schön. Also. Danke, die nächste Runde.
Es ist halt die Croc-Dog-Family. Immer dabei, immer unterwegs, immer am Heilen. Das ist aber auch Glück. Dreimal bist du gezogen. Der Croc-Dog. Finde ich gut. Naja, selbst wenn du das einnimmst, was wirst du denn am Ende machen? Was will er denn am Ende machen? Ein bisschen nach hinten müssen wir schon noch. Da. Kommt hier rein. Kommt da rein. Kommt auch hier rein. Da gibt's noch einen Hornacken. Und noch einen Seher. Einen aggressiven, let's go. Also. Der geht auch nochmal an Twitch. Und zwar haben wir dann Despral. Und der geht an YouTube zur Abwechslung mal wieder. Und trägt den Namen Iresexy. Wisst ihr was? Ich glaube, wir stopfen die Armee fast ausschließlich voll mit Dings, ne? Das ist unglaublich. Schön, schön, schön. Du gehst auf den hier, hä? So, wir schicken ihn hier durch. Master. Er scheint auf das zu gehen. Warte mal schon. Du bist im Krieg mit dem, aber nicht im Krieg mit dem hier unten, ne? Okay, das ist gut für uns. So, die brennenden Nomaden. Also komm, ist gut. Dann kriegen wir das Schutzbündnis endlich hin. Das dürfte die anderen bei Cathay freuen. Oh. Du bist im Krieg? Du bist im Krieg mit ihnen? The laws of chivalry demand I hear you. Albrecht, das finde ich nicht so gut. Oxyodl ist ein wichtiger Verbündeter von mir. Das heißt, wir werden die Truppe dann hier rüber schicken müssen. Aber wann greife ich dann hier unten an? Muss die auch irgendwann zurückschicken. Nehmen uns alles. Es soll exisch werden. Der ganze Dschungel. Wenn er Oxyodl angreift, dann werden wir den Nichtangriffspakt lösen. Dann haben die Bretonen da nichts verloren. Ich könnte alles darauf ausrichten, dass wir den großen Dings machen, aber das machen wir jetzt so nicht. Den Dschungel für die Echsen.
Nur für die Echsen. Kannst du nicht halten. Kann niemand halten. Er ist nicht mehr zu bremsen. Niemand bremst uns mehr. Niemand! Gift haucht der Verzweiflung. Große Kanalisierung, let's go. Ein Schiffswrack? Nehmen wir nicht mit, wir haben andere Pläne. Günstiger. Ausweichen. Heilung. Crunchmaus. Ausbilden. Zuschlag. Heldenkapazität plus 1 für alle Helden. Wenn wir noch mehr Helden wollen würden, könnten wir so noch mehr Helden holen. Ek-Uti. Da muss ich auch hingehören. Die Echsen für, also der Dschungel für die Echsen. Yes, yes. Wo gehören wir hin? Okay. Unterhalt. So. Hier sind wir durch, das haben wir alles, ne? Wir könnten noch Häuptlinge holen. Dafür. Gehen wir mal schnell hier ran. Dann haben die Häuptlinge noch ein Level mehr. Eins. Zwei. Drei. Der geht an YouTube. Irgendwann gehen mir die Namen aus. Inos Bruder! Inno, ich lasse das so. Ich glaube, das ist gut. Tot. Tot, tot, tot. Dann geht der hier auch an YouTube. Kuche. Also wäre ja Kuchen 1990 PA. Na, ich mach's ganz. Oh, nicht so. Let's go. Ach, du kriegst tot, 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 tot. Den hier noch. Er geht auch an YouTube. Komm, ist gut. YouTube soll ein bisschen profitieren jetzt hier. Elite Henry Legio. Und auch hier, tot, 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 tot. Let's go. Muss ich kurz gucken. Jetzt ging es hier 7 von 7, 9 von 9, 4 von 6. Wenn ich den nochmal aktivieren würde, dann könnten wir nochmal einen holen da, ne? Das würde gehen. Das mit den Helden echt skaliert. Alter, echt furchtbar. Es echt skaliert. Alter, wie willst du das aussprechen? Es echt skaliert. Ja, moin. Brech mir die Zunge.
kann ihn auch hier stärken, ne? Echs skaliert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich habe das Gefühl, ich bin nur noch um Fähigkeitspunkte vergeben. Hier will ich noch hin. Mehr Magie. Habe ich alle? Nein. Die Armee hat noch. Das ist ganz, ganz schlimm. Okay, wir stärken mal die Echsen. Die heiligen Wachen. Nein. Kontrollverlust. Ja, Mann, wie das kommt, ist gut. Keine Ahnung, Alter. Ja, das ist der Heldensimulator. Come on. Sprich so aus wie Ex skaliert. Eine Echse, ja, Ex skaliert ist gut. So, machen wir das. Können wir noch mehr Helden holen in der nächsten Runde? Unglaublich. Aber wir holen hier noch schnell, dass wir wenigstens noch ein bisschen Infanterie drin haben, ja? Gut, weiter im Text. Er macht gar nichts, ne? Steht einfach nur da. Blöd rum. Ah, jetzt hat er was ausgeraubt. So, so. Aber hat's nicht eingenommen. Ne, Exskalation, ja. Kommst du hin? Ja. Mr. Zairos, weisen Sie ihn bitte in seine Schranken. Danke. So. Wir bewegen uns tatsächlich jetzt auch weiter. Du kriegst nämlich einen Special-Auftrag. Ich möchte, dass du da runter gehst. Our ancient empire has not survived until now without friends. A boon to the. Ja, zwar 6000 gekostet, aber wir müssen sie irgendwie auf unsere Seite ziehen, indem dass wir sie bezahlen. Jetzt hoffe ich, dass er hier nicht allzu viel hat. Wachstum. Eins. Drei. So, tragt ihr euch auf Twitch bitte nochmal ein mit Ausrufezeichen Held. Wir holen noch mal das King Priester ran.
einen, der zäh ist. Theoretisch noch einen Wissenden. Sammle Geld für den großen Plan. Ah, warte schnell. Ich gehe auch nochmal Kohle. Ist nur ein Pyrosieg? Hm. So schnell sind wir hier nicht. Ich schicke aber ihn schon mal zurück. Das wird schon reichen. Vor allem, weil wir nochmal Unterstützung kriegen hier, ne? Do not let my human form deceive you. Machen wir ihn noch stärker. Das mal noch rein und Stufe 3 nochmal stärker. Let's go. So, also wir hatten hier hinten noch Helden und Helden und Helden und Helden und Helden gemacht. Und ich war ja noch nicht fertig. So, dann machen wir noch einen Intelligenten. Und einen Wissenden. So. Der trägt den Namen Sarilion der Zweite. Der Zweite. Einmal Sarilion der Zweite. Einmal Kroto. Einmal Kroto. Ich lasse die Zahl weg, ja? Und dann haben wir noch Handlampe. Ich lasse die Zahl auch bei dir weg. Und zu guter Letzt ist noch am Start Simon Says. So geschrieben. Sind 4, sind 17. Not Jack Sachs. Okay. Do it, Mazitsa. Oh, das ist schon okay. Do it, Mazitsa. Auf der anderen Seite brauchen wir das gar nicht. Ich kann hier eigentlich einfach wir machen das hier, dann haben wir Tempelwachen. Dann kommt in die Armee von Noir.
nur noch Tempelwachen rein. Dann können wir später noch andere Sachen reinpacken. Nicht zugewiesene Fähigkeitspunkte. Ja, guess what? Das ist nichts Neues. Mal hier das. Die Mobi-Steigerung. Let's go. Das bewegt sich in die falsche Richtung, ehrlich zu sein. Uiuiui. Das gefällt mir nicht. Achaon kommt von da oben. Achaon. Hat er ein R oder nicht? Achaon, Archaon. Achaon ist ohne R, ne? Wir brauchen mehr Helden. Wir haben zu wenig Helden. No, Simon, du wurdest verwundet! Nein! Du wurdest hier angegriffen von denen. Diese miesen Schweine. Und als ich dich gezogen hatte, hattest du noch... Du hast reingeschrieben, wow, ab an die Front, ja. Bitter. Aber du kommst wieder, mein Guter, du kommst wieder. Ich bin nur ein Gefreiter, ich muss noch lernen. Ist eigentlich bei dir im Kopf, also macht, ist die Melodie eigentlich folgende? Das, oder? Halt nur viel langsamer, nicht ganz so schnell. Sehr gut. Ein absolutes Ja, finde ich wunderbar. Ach, guckt euch an, wie viele XP. Ich habe keine Lust mehr, das einzustellen. Okay, wir machen das so. Alle Helden werden ab jetzt automatisch eingestellt, okay? Ihr kriegt hier immer ein Dings. Zack, zack. Ein Häkchen. Das ist hinter meiner Kamera, da kann man Häkchen machen, oben links. Und die werden jetzt einfach von der KI selber gemacht, weil das kostet mich viel zu viel Zeit. Das Let's Play wird... Da bin ich 20 Minuten vom Let's Play nur damit beschäftigt, die verdammten Fähigkeitspunkte einzustellen. Jede Folge. Deswegen kriegen die alle jetzt hier Auto-Ding. Die KI wird schon nichts Schlechtes machen. Und die Kommandanten, die machen wir selber. So. Auto. 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 Automatisch. Nicht Auto. Fahren. So. Der Kommandante. Darf das selber machen. Blitzschlag rein. So. Ein bisschen weiter. Ein bisschen voran. So, irgendwo hier unten muss noch eine Seeroute sein, ja? Und die müsste mich hier runterführen und dann kann ich von hier hoch und dann kann ich hier rein. Das ist der Plan. Ist die Melodie nicht von der Muppets? Subi, jetzt reicht's. Wir müssen, das müssen wir jetzt ändern bei dir. Das geht so nicht. Ich soll über Land laufen, meinst du, ich bin schneller über Land, wenn ich hier so durchlaufe? Aber ich darf halt bei denen nicht aufs Gebiet. Continue working with me. Und ich krieg deine Diplo-Strafe und ich habe ein bisschen Schiss, dass sich die mit der diplomatischen Strafe dann für mich ein Problem entwickelt, ja? Hm.
Dragons are not your playthings. Was? Das ist sicher nicht von den Muppets. Du bist mir auch der Muppets. Das ist von Stirb langsam. Simon sagt. Simon says. Die Seeroute ist rechts unten noch tiefer als dein südlichstes Gebiet in Cathay. Ja, ich wäre beim Laufen schneller. Das stimmt vielleicht schon, aber Gebäudekosten, Gebäudezeit. Das hatten wir schon mal, muss ich nicht lesen. So, bessere diplomatische Beziehung mit allen Echsen. Hurra, hurra. Was haben wir denn hier? Anstatt bei einer Aktion getötet zu werden, erleiden eure Helden lediglich Wunden. Was soll ich sagen? Cool. Und die Echsen mal stärker. Das würde ich eigentlich schon wollen, aber die meisten Helden von mir werden so oder so verwundet. Also Simon ist hier noch zwei Runden verwundet, von daher. Die ganzen Agenten folgen uns hier, ne? Ich sehe nicht auch Auto? Doch. Ist gut. So, die Kosten etwas reduziert. Und das ist jetzt theoretisch das Letzte. Das einzige Problem ist er jetzt, ne? Im Grunde genommen rennen wir einfach immer weiter hoch in den Norden. Gesegnete Kroxigora. Jetzt auch in dieser Armee. Ja, wir haben ganz viele Sachen zu machen. The forces of Nangao cannot all abandon their posts, but will assist you where possible. Ja, mein Problem ist, dass die halt, ne? Pfeife ich drauf, laufe ich durch. Also gut. Schwenso. Machen wir es. Wir gehen so. Das wäre schneller, aber ich will ihn nicht auch noch erzürnen. Ansonsten kriegen wir da vielleicht ein Problem. Auf der anderen Seite haben wir uns auch hier festgebissen. Selbst wenn Cathay uns angreift, dann
schlagen wir halt einfach zurück. Ambitious, but futile. Dank Nietzsche habe ich einen Ohrwurm von deiner Melodie. Hey, kein Problem. Ja. Ja, das werde ich jetzt auch noch eine Zeit lang in meinem Schädel haben. Was will ich machen? Kriegen wir noch was? Nein, wir kriegen einfach. Wir haben noch einen Haufen Geld. Aber mit den Zwergen haben wir es nicht gut. Mit ihm theoretisch schon. Ach komm. Zeig mir, was Sache ist. Er kennt sicher noch andere Echsen. At your service. At your service. Wollen wir die Hochelfen brauchen für den Norden? Wie steht ihr eigentlich zueinander? Okay. Ihr mögt euch einigermaßen. Wir machen Folgendes. Jesus Christ, ist das viel Geld. Okay, doch. Wir machen einen Nicht-Angriffspakt. Dadurch fangen die Hochelfen und die hier sich mehr zu mögen. Und vielleicht kommen sie beide zum Entschluss, die dann anzugreifen. Sehe ich das richtig? Ja. Geht in die richtige Richtung. So. So. Jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt hier weiter? Gehen wir hier jetzt runter, holen in den Berg. Ich meine, ihn kriegen wir eh nicht klein. Da müssen wir bis in den Norden hoch, ne? Tut mir leid, dass wir über deinen Weg gehen. Sorry. Aber ich kriege ja keinen militärischen Zugang. Haben wir eigentlich noch Missionen? Nein. Es wird wahrscheinlich das passieren, was ich befürchtet habe. The forces of Nangao cannot all abandon their posts, but kann ich diplomatisch da eigentlich noch was regeln? Nein. Okay. Mit ihm haben wir ein militärisches Bündnis und er ist gerade mit niemandem im Krieg. Das bedeutet im Grunde genommen, wenn wir ihm den Krieg erklären, geht er mit. Ist das richtig? Ist das richtig? Dann holt er sich den unteren Bereich hier, ne? Das hier. Das hier. Muss ich nämlich nicht alles machen. Kann ich mit den zwei Armeen hier einfach durch, unten. Dann ist das gut. Wir müssen nämlich Oxyodl entlasten. Wir können den nicht gegen die Bretonen kämpfen lassen. Der muss seine gesamte Kraft auf Ziehen schlenken.
Angreifer, Isa, Verteidiger, die Fahrt. Ja, hallo. Perfekt. Ich habe kein Bündnis gebrochen. Nicht, sondern er ist der Verbrecher. Verbrecher. Obwohl er auch nicht, weil ich habe den Nichtangriffspakt mit ihm gelöst. Da ich den Nichtangriffspakt mit ihm gelöst habe, kann er mich direkt angreifen. Wenn er aber den Nichtangriffspakt mit mir gelöst hätte, müsste er in 10 Runden warten. Also 9 noch ab dann, wenn er es löst. Ja, die hier, die müssen weg. So, gehen wir. Machen das hier platt. Und hier bricht jetzt der große Krieg aus. So. Simon, du bist wieder da. Let's go. Survived until now without friends. Und wenn die Kampagne Spaß macht mit den Echsen, ja, es ist cool. Na, schau an, macht er den platt. Okay, die Bretonen müssen weg. Und dann müssen wir müssen eigentlich Richtung Vampiren gucken, ne? Aber auf der anderen Seite will ich die Gebiete, die wir eingenommen haben, ja auch irgendwie schützen, nicht wahr? Ja, damit hat er sich Feinde gemacht. Aber die sind alle so weit weg. Sie sind alle so weit weg. Alle so weit weg. Ja, Forschungsrate. Das haben wir schon mal, den Text hatten wir schon mal. Das ist deutlich mehr Forschungsrate. 100% mehr Forschungsrate. Dann sind wir doppelt so schnell. Das ist sehr gut. Warte, schnell. Gehen wir dann hier schnell durch? Oder lasse ich den laufen, den ich gerade habe? Wir sind gerade hier dran, ne? Rüstung Croxigore, Moment schnell. Beute nach der Schlacht, Segen, Baukosten, Kampagnenbewegungsrate. Okay, wir ziehen den durch. Pure Dankeschön für den Prime, vielen, vielen Dank für 89 Monate. Dankeschön, Dankeschön. Okay, die sind alle seine Vasallen sind mit in den Krieg. Zu erwarten war. So, auch die lassen wir jetzt automatisch machen, weil das dauert sonst super lange. Die in der Hauptarmee habe ich ja schon eingestellt. So, und dann haben wir durch die Bank Sachen geregelt. Führersieg. Warte schnell, kann ich noch mal? Ah nein, die kriege ich erst bei 300. Schade.
es so weitergeht, haben wir bald Alter 3, ne? Ja, schön. Blitzschlag für uns, werden wir unter Umständen brauchen. Dann haben wir jetzt 300. Wir holen also nochmal Tempelwachen. Die extra guten. Die gesegneten Freunde. Wir machen das Ganze noch ein bisschen günstiger. Du kämpfst gegen den hier unten, aber der steht noch. Nimmst du eigentlich den Weg über Norden zu Nurgle? Nein, Zyros ist gerade hier auf dem Weg. Wir gehen hier gleich so durch. Sie keine Probleme mehr mit mir hoffentlich. Protect! Isikai! Yes! Talk that! Die Zwerge schon gerne auf meine Seite ziehen, ne? Aber es ist und bleibt finanziell eine schwierige Sache. Ja. Das musst du auch selber regeln jetzt hier. Tut mir leid, du musst es auch selber regeln jetzt hier. Sie müssen das jetzt auch selber regeln hier. Die müssen das auch selber regeln hier. Weiter geht's. Je größer unser Gebiet wird, also unser Gebiet, desto schwieriger wird es für uns. Wir können mit keiner Fraktion handeln. Das heißt, wir haben keine Basis, wo wir eine freundschaftlich... Also, wir können nirgendwo freundschaftlich etwas aufbauen über Handel und dann in den Nichtangriffspakt und dann in den militärischen Zugang, dann ins Verteidigungsbündnis und dann unter Umständen ins militärische Bündnis rutschen. Weil wir haben nur zur Auswahl Nichtangriffspakt, Schutz oder militärisches Bündnis. Oh oh. Jetzt ist er riesig. Continue working with me and das könnte tatsächlich abenteuerlich werden, ne? Ja, so Kretzguls, so das Bündnis auch mit dir. Wir machen Echsen. Kämpfen für Echsen. Das ist wichtig. Das sind ziemlich viele, die da verteidigen in einer Siedlung, nur als, okay. Ach so, da hat das ausgebaut. Yo! Nur noch Stärke Rang 2. Wer übertrumpft mich denn? Wieder die 1. Ja, weiterlaufen. Jetzt schlagen wir dann hier hin. Machen wir ihn noch stärker. Nein, nicht der Doc. Entschuldigung. Hier. Und den Überschild. Finde ich gut. Ist schon ziemlich mächtig. Hättest du nicht auch Lust, gegen die zu kämpfen? Doch, 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 doch. Absolutely not.
Wieder nach hinten gehen. The Lord of the Jade Swan. Nein, er handelt mit denen. Er handelt mit der Karawane. Scheiße, das heißt, wenn wir die Karawanen oh, das könnte voll den Krieg auslösen mit ihm. Das wäre mega mies. Weil dann verlieren wir das hier hinten safe. Da kann ich nichts machen. Nix. Ja, wir aber neu haben wir uns halt hier angesiedelt, ne? Wir müssten dann halt zurückjumpen. Okay, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Sieht er uns kommen? Sieht er uns nicht kommen? Ich will noch schnell einen Ritus durchführen. Ah, der kostet mich 200. Die haben wir nicht. Würde er Verschleiß kriegen auf unserem Gebiet, also das Gebiet von unserem Vasallen. Ich frage mich jetzt, ob er nach rechts rennt oder ob er nach links versucht, uns zu holen. Ich meine, wir haben zwei, die nebeneinander stehen mit 75% Chancen für einen Hinterhalt. Einer von beiden wird ja was catchen, wenn er da hochrennt. Das Problem lösen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge schauen wir, was wir mit Achaon machen. Achon. I think not. Achaon, doch hat ein R. Archaon. Wie wir das regeln. I serve no master but the dark. Weil das ist schwierig für uns hier natürlich, ne? Aber das in der nächsten Folge. Wenn ihr jetzt auf den Let's Play Channel guckt, lasst ein Like, lasst einen Kommentar da. Gerne Feedback da lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.